Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Wir haben ja im letzten Part hier Cosmetics freigeschaltet. Wie sieht der Bio... Ah, Gott, nee. Ich meine, ich kann es verstehen, aber nee. So invested bin ich jetzt auch nicht ins Roleplay. Die Miner Boots will ich mir mal ansehen. Die sehen cool aus. Kennt ihr diese Stahlkappenschuhe? Diese Boots, die man vor allen Dingen in der Gothic- und Metal-Szene trägt, an die erinnert mich das gerade. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Würde ich auch so tragen. Ich meine, scheinbar haben wir ja eh keine vernünftigen Boots. Da können wir die auch lassen. Und dann passt das ja zu meinem Real-Life-Style, könnte man sagen. So, dann kleiden wir uns schnell um. Wunderbar. Und sind bereit, dem Tag hier ein Ende zu bereiten. Und dann haben wir es auch schon Dienstag. Schauen wir mal, was wir alles bekommen. Das dürfte jetzt einiges sein. 760 bekommen wir heute. Wow. Das ist eine Menge. Ja gut, wir haben auch 10 Kartoffeln verkauft. Das ist richtig. Eine Bumblebee hatten wir noch. Und wir haben dann ja noch das Geld, was wir jetzt bekommen. So, wir haben sofort wieder alles an Geld, was wir ausgegeben haben, reinbekommen. Langsam aber sicher haben wir eine halbwegs vernünftige Economy. March hat Geburtstag. Ich habe keine Ahnung, was ich ihm geben wollen würde, bin ich ehrlich. Brauche ich hier noch irgendwas? Nein. Ich brauche hier nichts. Ich nehme natürlich wie immer meine Blume mit. Eine Daffodil. Und hieraus brauche ich derzeit nichts. Dann schauen wir mal. Keine neue Post. Ja, das alles zu gießen, das wird einen Moment dauern. Oh, hier unten haben wir was zum Ernten. Erdbeere und Turnip. Und das ist doch auch schon ziemlich cool. Erdbeere bringt nämlich eine ganze Menge. Turnip bringt ebenfalls eine ganze Menge. Und wir können den Main-Quest-Auftrag erledigen. So, und es ist Zeit zu gießen. Ganz viel gießen, Leute. Ich habe ein kleines Problem, weil ich das Saatgut hier direkt hinter dem Baum gesetzt habe. Und falls der Baum richtig ausschlagen sollte, dann kann es sein, dass ich das Saatgut nicht mehr sehe. Das wäre gar nicht cool. Ich meine, jetzt sehe ich es noch. Ich werde auf jeden Fall auch kein weiteres Saatgut dahinter setzen. Aber es ist trotzdem ein bisschen problematisch. Ich sollte auch auf jeden Fall eine... Schwert und Gießkanne haben die nächste Priorität, würde ich sagen. Ups, daneben. Also ich muss auf jeden Fall nochmal in die Minen. So viel steht fest. Und vielleicht mache ich das auch direkt heute. Ja, ich glaube, ich mache das direkt heute. Schauen wir mal kurz, ob ich noch irgendeinen... Ah ja, ich habe den Reisball. Wie viel bringt der Reisball? 64. Okay, dann nehme ich mit und die Cream würde ich mitnehmen. Die habe ich, glaube ich, auch hier reingelegt. Genau. Okay, damit haben wir nämlich auch wieder 80 und ich denke, das ist okay, um in die Minen zu gehen. Oh, 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 oh. Snail, komm her. Breath of Spring können wir theoretisch gleich in der Tasche lassen. Snail verkaufen wir. Ansprechen wir mit unserer Statue. You feel compelled, bla bla bla. The sense that you bring to me continues to slowly restore my power. It is astonishing how weak I had become. Ja, das ist wohl wahr. So, und wir können uns Time Sensitive holen, womit wir eine Menge Zeit jetzt sparen tatsächlich und das finde ich sehr gut. Woodcrafting, Hammer Timing können wir jetzt auch mitnehmen. Und damit haben wir Blacksmithing, Woodcrafting und Farming Tier 1 abgeschlossen. Und ich denke, unser nächster Punkt sollte Cooking werden. Restorative. Cooking a dish will occasionally result in a bonus restorative infusion, which grants an HP and Stamina Regen Buff when consumed. Das ist nicht schlecht. Now, cook time for all your cooking receipts will be reduced by 10 minutes. Sehr gut. Nehme ich mit. Und ja.
Der Rest kommt dann, wie er kommt. Wait, könnten wir nicht auch die Berry Cream, die ich gemacht habe, jetzt an Marsh geben als Geschenk? Wasn't Joe's cooking class fun? She made it so easy. Hier, nimm erstmal deine tägliche Blume. Und... Bam, 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 bam. Dann gehen wir zu Adeline, weil die hat sicherlich auch noch was dazu zu sagen, dass wir eine ganze Menge geschafft haben. Request for Glass. Das ist eine gute Request für uns. Die Town Reward, die nehmen wir natürlich sofort. Und damit haben wir wieder 1010 Tesserae und die Crop Sold haben wir auch geschafft. Oh, you completed the shipment for our emergency stockpile. Wonderful. On behalf of the whole town, thank you, Phantasm. Now, as you know, funds are a bit tight in Mystria at the moment, but I don't want to leave you empty-handed. Danke für die 10 Turnip Seeds. Ich meine, technisch gesehen hat sie uns mit den Kartoffeln schon eine Anzahlung gegeben. Eine sehr starke Anzahlung. Mit 700, die wir daraus resultieren lassen. Und jetzt gibt sie uns noch einen kleinen Nachschlag, könnte man sagen. You earn these, thank you. Darcy's Pastries and Coffee are amazing. I hope you had a chance to try them yourself. Ich meine, ich habe einen gekauft, aber ich habe ihn nicht getried. Okay, That sweet root in a museum's collection took me back. On many a winter evening. On many a winter evening. Das ist komisch formuliert. Tarifia and I would join Errol to roast up the sweet root he brought back from his day in the mines. Warmed you right up. Uncle Anton says hi, Holt. Oh, does he now? Well, right back at him. Okay. Ich würde eigentlich direkt wieder investieren wollen, bin ich ehrlich. Das Geld darf hier nicht ruhen, meines Erachtens nach. Und ich denke, wir haben jetzt den 16. 5, 8, Umschlag nach jedem dritten Tag. Das heißt 24., 27., 30. Das heißt, wir können dreimal Erdbeeren ernten. Und das ist mehr als gut. Das ist mehr als gut. Vorausgesetzt, die Erdbeersträuche bleiben. Aber ich denke mal. Okay, jetzt liegt hier natürlich meine Kartoffelsaat. Ich würde erst schnell Marge sein Cream geben. Sein Geburtstagsgeschenk. Auric was pretty impressed with my cooking after I took Joe's class. It's only natural. Soon it will be the best. I'll be the best blacksmith and the best cook in Mystria. A birthday gift? Did Auric put you up to this? Well, thanks. Komm. Ab einem gewissen Punkt würde unser Bro, also von daher. Why is everyone always talking about Phantasm anyway? Marge. I was talking about the different Phantasm. Mein Name, der ist sehr weit verstreut. Good morning. Hope you slept as well as I did last night. Ich meine, wir funktionieren hier ganz gut auf 4 Stunden Schlaf in dem Spiel. Okay. Did you and Celine really go on an adventure without me? Next time make sure to bring me along. I can be your guard. Nett von dir. Okay, okay, okay. Irgendwas, was wir jetzt hier spontan erledigen wollen? Ich glaube eigentlich nicht. Wir könnten, weil wir gerade einmal in der Stadt sind und eh mit allen Leuten reden, das mal machen. Be sure to keep your eyes open for Breath of Spring. The more flowers are donated, the more kinds of items the festival vendors will be able to sell. A cleanin' is a happyin'. Wohl wahr. So, wir gönnen uns erstmal eine Bowl of Soup. Slurp. Und hier drüben haben wir Josephine. Sprechen wir mal eben mit... Schmetterling kann ich nicht mitnehmen. Picking daisies, a one, a two. One for my baby and one for you. Ach, das ist ja nett. Okay, aber wir können ernsthaft mit unserem Inventar gerade nichts fangen oder ähnliches. Alles, was ich hier habe, ist sehr viel wichtiger. Was wir aber tun können... Erstmal sprechen wir natürlich hier drüben mit Errol und mit der Ärztin Phantasm. Good morning. If you've got something new, just bring it in the museum. Definitiv. Valen, genau. Ich vergesse ihren Namen immer wieder. While I appreciate the thought, I think I'll get more use out of my reward from Adeline than I will. Oh, danke? Also, das ist nett. Dagegen sage ich ja mal wirklich nichts.
Hier oben. Ulrich? I can never decide between push-ups or breakfast first. Also, man soll ja normalerweise nichts essen und dann Sport machen, sondern eher umgekehrt. Aber dann wiederum, man braucht halt auch Energie, um Sport machen zu können. I've got a work date with Adeline. Okay, viel Spaß. Dieses Date will ich nicht ruinieren. I'm offering a new resident discount you might want to take advantage of. Buy one bath, get one bath. Wow. Habt ihr die Lache gehört? You know, Dazzy is a good boy, but maybe he is the best boy? Ich meine, selbstverständlich. It's a bit of a walk to the bathhouse, but a soak is always worth. Fair. Fair. Okay. Wir haben mit jeder Person hier gesprochen, denke ich. Oh, Hayden ist da unten. Mein Hayden können wir auf dem Weg zur Farm mitnehmen. Wobei, eigentlich wollte ich noch zum... Ah, da unten ist auch Rice. Mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Ich gehe jetzt mal zur Schmiede. Ich will nämlich sehen, ob wir gerade genug Material haben, um irgendwas Großartiges zu machen. Wir können uns nur einen einzigen Copper-Ingot machen. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr in die Mine. Let me know if you ever want to hang out, Phantasm. I remember what it's like to be the new person in town. Okay. Ah, Hayden geht weg. Na gut, ich renne jetzt nicht hinterher, das ist Zeitverschwendung. Alles klar, dann würde ich sagen, auf geht's zur Farm. Und wir sehen erstmal all das gute Zeug, was wir gerade gekauft haben. Einmal den Cabbage. Die Erdbeersträucher mache ich hier hinten hin. Kann ich dich auf... Jawohl. Dann kann ich mir zumindest einmal Gießen sparen. Und die Turnips machen wir alle hier hin. Das sind jetzt so viele, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hey, ich möchte in die Mitte. Oh, achso, wegen dem Baum geht das nicht, denke ich. Der Baum nimmt ein Kreuz ein, wie es aussieht. Na gut, na gut. Dann 14 Uhr. Ja. Wir können auf jeden Fall noch ein bisschen in die Mine gehen. Ich denke, wir werden so kurz vor 16 Uhr dort sein. Und... Ah, daneben. Und dann denke ich, können wir auf jeden Fall noch das ein oder andere Kupfererz mitnehmen. Und wir können Breath of Spring ablagern. Die Sache ist aber, wir werden es eh finden. Das heißt, es war jetzt nicht so wichtig. Wenn wir hier einmal auf dem Weg sind, können wir auch gleich Henrietta mal kurz begrüßen. Bam, 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 bam. Oh, hi. Afternoon to you, Phantasm. I'm working the till today, but I'd give Henrietta a break, haha. Stimmt, wir können ja mal schauen, wie es hier um Tiere aussieht, aber wir brauchen erstmal einen Stall. Okay. Man hat noch Zeit. Henrietta flaps her wings as for enthusiastically waving hello. Ja, sehr gerne. Hallo Henrietta. Das beste Huhn, das existiert. Ohne Wenn und Aber. Bam, 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 bam. Wir sollten auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen mehr kochen, um effizienter mit unseren Gängen in... Na okay, du bleibst da. Wobei, hatte ich dich schon? Hatte ich dich schon? Moment. Grasshopper... Nein, nicht das Netz wegwerfen. Das wäre fatal. Ich wollte eigentlich den Grasshopper wegwerfen. Okay. I'm quite fond of the Spring Festival. It encourages even an old-timer like me to get out and appreciate nature. Some decades ago, a warlord held me for ransom until she got to know me. We were on and off for quite a few years. She still rides me on the holidays. Das ist eine Story. Definitiv. Okay,
auf geht's. In die Minen. Ich würde sagen, bis 0 Uhr. Und dann gehen wir raus. Let's go. Ich werde jetzt nicht extra die Kleidung wechseln. Ist auch ein bisschen mühselig. So, all der gute Stoff und da haben wir schon Breath of Spring. Jetzt können wir wieder nur drei Sachen mitnehmen. Es sei denn, ich lasse die Steine zurück. Wobei ich aber denke, lohnt sich nicht. Die Steine sollten wir definitiv mitnehmen. Wir kommen halt selten so schnell an Steine wie hier. Es sei denn natürlich, wir kaufen sie in Zukunft. Aber dafür muss unsere Economy besser sein, als sie es jetzt ist. Aber Steine sollen natürlich nicht unsere Priorität sein, deshalb geht es natürlich direkt weiter. Oh, Sweet Root. Ah, oh, trifft nicht so gut. Was machst du da? Uiuiui. Uiuiui. Getroffen wie ein Amateur. Bleib da. Autsch. Okay, wenn du dich einmal entlädst, also auch durch Angriffe, dann kannst du erstmal nichts mehr machen. Sehr gut zu wissen. Nein. Ich brauche kein Holz. Zumindest da ist keine Priorität im Vergleich zu den restlichen Materialien hier. Okay, oh, die guten Steine. Und die Essenz ab. Leiter gefunden. Aber wir haben ja noch Kupfer. Ja, mit dem Kupfer, jawohl. Drüben sehe ich auch noch welches. Ich weiß nicht, was die Grenze ist vom Breath of... Oder beziehungsweise... Oh, nein. Das war ein bisschen gewagt von mir, muss ich gestehen. Autsch. Ach nö. Warum hast du überlebt? Okay, und dich haben wir killen können. Das Gute ist, ihr droppt Glas. Und ich brauche Glas. Okay, 20 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Nur noch ein bisschen. Wir brauchen halt noch mehr Kupfer. Her mit dem Kupfer. Kupfer. Sehr schön. Das hat sich gelohnt. Und da ist sogar ein Kupfergegner. Lohnt sich umso mehr, weil der druckt keinen Kupfer für uns. Verdammt. Na gut. Ups. Würde ich sagen, nehmen wir noch das ganze Gestein hier mit. Und... Hey. Was haben wir hier? Unidentified Artifact. A new artifact you do not recognize. Use it to... Okay. Was haben wir da Schönes? Tin Lunchbox. A common artifact. Sadly, it's empty. Das würde ich sofort an Errol geben. Wer braucht denn nochmal das Glas? Das ging an Landon. Okay. Ich würde auf meinen Hausetrip zu Landon gehen. Das geben wir natürlich jetzt sofort im Museum ab. Ziemlich Holz, was ich da noch dabei habe. Okay. Damit haben wir das erste Artefakt gefunden. Den Grasshopper nehmen wir auch mit. Können wir verkaufen. Und geben das Glas zu Landon. Und wir könnten... Oh, hi Hayden. Isn't Mystery peaceful after the sunsets? Ja, schon. Warte. Ingot. 30 Minuten Crafting-Zeit. Let's go. Ich hoffe, es wird zuerst das aus unserem Inventar verwendet. Ansonsten habe ich ein kleines Problem. Copper Ingot. Jawohl. Okay, sehr schön. Einmal das Holz bitte weg. Und den Marienkäfer gefangen. Jawohl. So, dann kann ich nämlich die Sachen alle verkaufen. Oh, wait. Wir müssten, glaube ich, genug haben, um noch irgendwas herzustellen.
watering can. A copper watering can be charged to water 3 tiles in a row. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Für das Sort haben wir sowieso noch nicht genug Crafting. Also holen wir uns die Bronze Watering Can. Weil dann können wir nämlich jetzt ein bisschen effektiver unser Saatgut wässern. Und das ist super, super, super hilfreich. Dann kann ich die andere Watering Can für 50 Tesserae verkaufen. Mensch, das läuft ja langsam. Es geht richtig, richtig rund. Okay, Lenden. Du müsstest ja daheim sein, nicht wahr? Alles klar. Guten Tag. Später Besuch. Und... Well now, thank you, Phantasm. This is certainly high-quality glass. Danke für die Money. What do you think about those booths, Phantasm? Real fine craftsmanship, am I right? Haha, I still got it. Schauen wir nochmal kurz auf die Home-Upgrade-Liste. Es wird immer nur das im Inventar gezählt. Das ist so komisch. Aber ja, 500, 500, 5000. Das müsste ich mir eigentlich langsam mal merken können. Okay. Okay. 259 habe ich jetzt gerade in der Tasche. Ich könnte die Tesserae jetzt auch sofort wieder weiter investieren. Schauen wir mal kurz. Ja. Kaufen wir uns 3 Cabbage Seeds und machen noch ein bisschen Profit nebenbei. Okay, schaffen wir es noch? Ah, denn wir sind so langsam. So. Sehen, sehen, sehen und dann können wir auch direkt unsere Watering Can einmal probieren. Jawohl. Ach, das war super. Was haben wir hier denn? Eine Ameise. Oh, okay. Dann zack, 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 zack. Die alte Gießkanne kann ich auch gleich noch da reinpacken und dann ist der Tag schon rum. 314 Steine haben wir. 191 Holz. Wait. Habe ich die Watering Can hier reingelegt? Ja, da. Gut. Und ich denke, damit haben wir erstmal genug getan. Ich bin zufrieden. Wir haben eine Menge geschafft. Wir haben bald genug Stein, um das Upgrade zu kaufen. Allerdings brauchen wir natürlich noch das ganze Holz. Das heißt, dahingehend müssen wir noch ein bisschen was erledigen. Aber daran wird es nicht scheitern, denke ich. So. Und ich würde sagen, wir haben wieder eine Menge geschafft. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und bis dahin, macht's gut.